Servus, grüezi und hallo zu einer weiteren Folge von Schuckibanucki Daily. Hier bei uns im Studio natürlich Mr. Schucki himself, Christian. Gute. Genau. Und meine Wenigkeit, der Pujan. Und Gottvater auf Schuckibanucki. So sieht's aus. Ich kriege jedes Mal so ein bisschen Gänsehaut. Das gefällt dir auch schon. Das könnte aber auch sein, dass du mich dabei immer so anspuckst. Das könnte sein, weil Gottvater, genau. Übergang. Ja. heute am 6. Wieder, November. Genau, ja. Heute am 6. November haben wir wieder eine ordentliche Portion Daily für euch. Das heißt, schöne Angeberwissensthemen, die euch dazu befähigen, auf jeder Party keine Frau abzukriegen. Richtig. Wenn ihr mal seht, falls es doch mal klappt, schreibt es in die Comments, aber... Aber wenn ihr mal merkt, es wird zu viel, es reicht jetzt, dann könnt ihr die Themen, die wir heute ansprechen, ranbringen und dann seid ihr sofort alleine auf der Party. Ich habe ein Geburtstagskind mitgebracht. Okay. André Schürrle. André Schürrle. Ich habe es falsch ausgesprochen. André Schürrle. Genau. Geboren 1990. Ja, Entschuldigung. Ja. Ja, mach ruhig weiter. Ja. Genau, André Schürrle hat heute Geburtstag. Kennt man ja, ne? Deutscher Eishockeyspieler auf dem Zweierbob. Ja. Hat Stanley Cup gewonnen. Stanley Cup gewonnen nach, beim Eishockey? Ja, nachdem sie dabei durch die World Series durch sind. Okay. Und dann aus dem Super Bowl rausgeflogen sind, haben sie dann den DFB-Pokal gewonnen. Weißt du, wo der André Schürrle auf die Welt gekommen ist? Nee. Bei seiner Mutter. Ludwigshafen am Rhein. Da kommt André Schürrle her. Richtig. Ja. Genau. Weltkarriere. André, alles Gute. Ein paar Jahre vor André Schürrle, und zwar im Jahre 1860. Also nicht so lange. Nicht so viel vor André Schürrle, ja. Ist Abraham Lincoln wird Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, er ist nicht lang geblieben, ne? War er schon Präsident der Vereinigten Staaten? War das noch? Nee, das war ja noch, das war schon Vereinigte Staaten. Ja. Vereinigte Staaten von Amerika. Ja, 1860. Da sagt man immer, Fernsehen macht blöd, aber Theater kann einen umbringen. Ja. Ne? Oh Gott. Zu flach? Ja. Ja. Lass mich so. Yes, dafür bin ich heute hier. Genau. Im Jahre 1975, ebenfalls am 6. November natürlich. 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 Gab es den Grünen Marsch in Marokko. Den Grünen Marsch in Marokko? Genau. Und klär mich auf, was ist das? Sind da im Rahmen des Westsahara-Konflikts insgesamt 350.000, und jetzt finde ich es schön, dass das im Kommentar extra dazu geschrieben werden musste, größtenteil unbewaffnete Menschen auf die Straße gegangen und haben da demonstriert. Witzig. Größten. Die Masse war 350.000 Personen stark, aber größtenteils unbewaffnet. Größtenteils also unbewaffnet. Macht euch keine Sorgen. Ja, alles gut. Oh. Am 6. November 2008 war der Kinostart von James Bond 007 ein Quantum Trost. Oh, ja. Mit Kevin Spacey. Was? Ich kenne nicht so viele Schauspieler. Nee, wie heißt denn der? Der Blonde. Der erste der Blonde. Andere Bond. Der war auch mit der Heike Makatsch zusammen. Und der hat auch noch ein paar andere coole Filme gemacht. Hier Verblendung und Verwirrung und, nee, das war ich. Till Schweiger. Nein. Nein. Wenn ihr es Till Schweiger als schreibt, wie heißt der denn nochmal? Schreibt es mal. Genau. Daniel Craig? Ich brauch's nicht mehr schreiben. Schreibt rein. Ich glaube, Craig Daniel hat Sicherheit gesagt. Genau. Ja, ja. Und, genau, da war Kinostart. Wie findest du denn als Bond? Ich bin halt Sean Connery, Roger Moore. Du bist mehr so Prinzessin Lillifee. Nee, aber es ist mehr so, da kommt halt keiner dran. Auch nicht hier Pierce Brosnan oder so. Es ist halt, die Original-Bonds sind Sean Connery und Roger Moore. Also ich finde die neuen besser, weil sie auch härter sind. Nee. Nee, also, finde ich nicht. Ich hätte schwören können, ich finde das. Die anderen waren smart. Also die waren so, aber die anderen und der ist clever. Mit diesem Gedankenspielchen verlassen wir euch. Genau. Danke, diskutiert gerne weiter in den Comments. Bis demnächst. Ciao. Ciao.